Friss meine Patrone! Bam! Ah! Sollten wir damit auf irgendjemanden zielen, dann Nein! Es ist zu den Bewohnern geflogen? No! Das wollte ich nicht! Herzlich willkommen zur Nerf-Mod! Wir sind heute in unserem Dorf und hier wird gleich eine Zombie-Apokalypse unsere Bewohner angreifen. Glücklicherweise haben wir Nerf-Guns dabei. Es gibt Minecraft-Nerf-Guns im echten Leben und da dachten wir, dass es die unbedingt im Spiel geben muss. Explosion, Vergiftung, Patronen, die eure Freunde verfolgen und vieles mehr. Eine tolle Mod auch für den Multiplayer. Bevor wir zur Zombie-Apokalypse kommen, schauen wir uns alle Nerf-Guns und die Patronen an. Insgesamt haben wir 7 Stück und die sehen genauso aus wie die, die es in Wirklichkeit gibt. Neben den Micro-Shots haben wir 10 verschiedene Patronen mit ganz besonderen Effekten. Als Beispiel, der Hard-Stealer schießt 4 Patronen hintereinander. Nutzen wir die Super-Patrone, dann folgen die unseren Mitspielern. Jede Gun hat eine Besonderheit und die Patronen haben zusätzliche Effekte. Direkt alles mitgenommen. Wir müssen uns alle anschauen, damit wir den Bewohnern helfen können. Als erstes das Training. Jetzt geht's los. Dazu haben wir einen Werfer. Okay, Buddy. Welche wollen wir als erstes ausprobieren? Den Microshot Guardian. Fantastische Wahl. Jede Microshot müssen wir mit Rechtsklick aufladen. Es macht Klick. Sollten wir damit ganz normal jemanden treffen, dann kann er für ein paar Sekunden nichts mehr abbauen. Er bekommt den Abbau-Lähmungseffekt. Damit können wir unsere Freunde ärgern. Als nächstes haben wir die Ghast Microshot. Sollten wir damit jemanden treffen, dann fängt dieser an zu brennen. Er bekommt Schaden und müsste schnell ins Wasser laufen. Easy! Du kannst nix, du Nudel! Ha! Hier, Buddy! Willst du die haben? Damit kannst du die Zombies grillen. Und du, Lumpy, den Guardian. Damit sind wir unschlagbar. Weiter geht's mit dem Stormlander Microshot. Richtig stark. Sollten wir diese in Minecraft nutzen, dann können wir 3 Patronen einzeln hintereinander schießen. Da werden die Zombies und Freunde keine Chance haben. Batz! Weg damit! Vielleicht ist die Hard-Stealer Microshot was für euch. Wenn wir diese aufladen, können wir 4 Patronen auf einmal schießen. Die werden direkt automatisch hintereinander in die Weite geschossen. Zur Munition mit besonderen Effekten kommen wir noch. Oder wie wäre es mit Saberwing? Je länger wir die aufladen, desto mehr Munition fliegt durch die Gegend. Fantastische Idee. Dann macht euch bereit für Ender Dragon Microshot. Das sieht so lustig aus. Sollten wir diese benutzen, dann wird der Drachenatemeffekt bei jedem Schuss ausgelöst. Eine lilane Wolke entsteht und man bekommt Schaden. No, Buddy, unser Freund, das wollte ich nicht. No, du musst doch aufpassen. Und natürlich haben wir die Pillager Microshot. Sollten wir diese benutzen, dann werden mehrere Patronen auf einmal durch die Gegend geschossen. 3 Stück. 3 Patronen fliegen in verschiedene Richtungen. Echt genial gemacht. Jetzt wird's richtig witzig, denn wir haben 8 besondere Patronen. Buddy, Lumpy, haltet euch fest. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Wir haben die explosive Patrone. Sollten wir damit jemanden treffen, dann geht einiges kaputt. Bam! Ganze Häuser können wir damit zerstören. Oh mein Gott, diese Wucht, diese Zerstörung. Eure Mitspieler werden euch dafür hassen. Wenn wir das mit der Pillager Microshot kombinieren, dann können wir mehrere Explosionen gleichzeitig auslösen. Richtig fies. Oder mit dem Enderdrachen Explosion mit Drachenatem. Es gibt echt viele Möglichkeiten. Der Effekt von der Microshot und dem Patron. Als wäre es nicht genug, haben wir die vergiftete Munition. Sollten wir damit jemanden treffen, dann bekommt unser Freund Schaden. Ein Zombie können wir nicht vergiften, aber hier seht ihr die Partikel. Das ist richtig übel. Oh no! Buddy, pass auf! Ihr dürft da nicht durchlaufen! Was macht ihr? Seid ihr wahnsinnig? Wenn wir das mit der Guardian Microshot kombinieren, dann bekommen Mitspieler Abbaulähmung und werden gleichzeitig vergiftet. Aber auch hier können wir ganz andere Microshots nutzen. Einmal frei sein, einmal dabei sein. Als nächstes haben wir die brennende Patrone. Auch damit können wir unsere Microshots laden, zum Beispiel den Stormlander. Einmal laden und 3 jederzeit abfeuern. Kabams! Zerstörung! Geil! Eigentlich müssen wir das auf einem Server ausprobieren. Advent, Advent! Die Häuser brennen.
oder so. Kommen wir als nächstes zur Superpatrone. Das ist meine absolute Lieblingsmunition. Sollten wir damit auf irgendjemanden zielen, dann Nein! Es ist zu den Bewohnern geflogen? No! Das wollte ich nicht! Das waren die Falschen! Das war keine Absicht! Können wir die irgendwie löschen? Geht das irgendwie? Das ist schlecht! Das ist ganz schlecht! Er kann sich nicht wehren. Die Patrone sucht ihr Ziel, bis sie getroffen hat. Mit der Pillager Micro Shot können wir 4 auf einmal schießen. Das ist perfekt für unsere Mission. Damit werden wir die Bewohner auf jeden Fall verteidigen. Die Stimmung ist geladen. Da hilft nur die entladene Patrone. Wenn wir die verwenden, entstehen Blitze. Auch hier können wir wieder alle Nerf Guns kombinieren. Ich glaube, wir haben ein kleines Problemchen. Er muss nur aufpassen, wen man trifft. Das hatte ich vergessen. Natürlich dürfen wir die unterstützende Patrone nicht vergessen. Sehr kreativ. Damit müssen wir unsere Freunde treffen. Wenn Lumpy oder Buddy Herzen verloren haben, dann erhalten wir und unsere Mitstreiter Leben. Richtig overpowered. Wenn wir Hunger haben sollten, dann werden wir gesättigt. Was nicht heißt, dass man Nerf-Patronen im echten Leben essen sollte. Ich habe es ausprobiert. Das ist perfekt. Die können wir für unseren Kampf gegen die Zombie-Apokalypse nutzen. Damit werden wir unser Team heilen. Bevor wir die Bewohner vor der Apokalypse retten, haben wir noch die hochexplosive Munition. Oh mein Gott, schaut euch das hier an. Neben dem Effekt der Microshot ist die Explosion noch größer. Überlegt euch das, wenn wir die Pillager Microshot nutzen, fliegen viele auf einmal durch die Gegend. Damit können wir richtig viel kaputt machen. Sollten wir die Guardian-Variante nutzen, dann bekommen zusätzlich alle Abbaulähmung. Mega awesome. Und 2 haben wir noch, ganz kurz, Hochgeschwindigkeitspatrone. Die ist schneller und fliegt deutlich weiter. Oder Reparaturpatrone. Sollten wir einen Block treffen, dann werden unsere Items repariert. Wenn wir Freunde treffen, dann werden deren Werkzeuge regeneriert. Kommen wir zum Highlight. Jetzt werden wir eine Zombie-Apokalypse herbeirufen und unsere Bewohner mit unseren Nerf Guns verteidigen. Ich bin bewaffnet. Jetzt kann der Spaß beginnen. Keine Angst, Bewohner. Wir werden euch helfen. Hier. Damit könnt ihr euch schützen. Ich würde vorschlagen, wir probieren es erstmal mit der brennenden Munition. Mal gucken, ob das funktioniert. Welche Microshot wollen wir nehmen? Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Saberwing. Ich bin bereit. Der Spaß kann beginnen. Let's go. Bam. Ich habe nicht getroffen. Jetzt geht's los. Haltet euch fest. Oh, da kommen sie auch schon. Eine Welle an Zombies wird jetzt unsere Bewohner heimsuchen, aber nicht mit uns. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen sie verteidigen. Oh Gott, die kommen viel zu schnell. Die kommen viel zu schnell. Das sind viel zu viele. Aber sie gehen nicht auf die Bewohner. Oh, wir müssen die Munition wechseln. Da hilft nur die explosive Variante. Let's go. Friss meine Patrone. Bam. Ab geht's, das Ganze nochmal. Am besten nehmen wir dieses Mal die Hochgeschwindigkeitspatrone. Vielleicht kommen wir damit besser zurecht. Bam! Okay, damit können wir direkt einige wegkegeln. Ui! Ui, okay. Die bekommen sogar einen kleinen Rückstoß. Wenn wir 3 auf einmal ballern, dann treffen wir direkt mehrere. Das funktioniert prächtig. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Bam! Ha! Strike! Die Patronen wieder eingesammelt, damit wir die sofort wiederverwenden können. Platz da, jetzt kommt der gelbe Mazda. Ab geht's. Wow, das ist nicht gut. Okay, vielleicht können wir mit der hochexplosiven Patrone einfach alle auf einmal kaputt machen. Frisst mein Staub. No! Verschwinde. Ah, hau ab. Nein, ich habe die Bewohner getroffen. Das wollte ich nicht. Ah, Griffel weg. Hau ab, Zombie. Ah, jetzt geht's ab. Ihr legt euch hier mit dem... Lol, okay, dieses Mal brennen wirklich alle. Ihr legt euch hier mit dem Falschen an. Wir haben die entladenen Patronen. Oh, das macht deutlich mehr Schaden. Bam. Oh yeah, damit werden wir alle kurz und klein kriegen. Oh, ich habe mich selbst getroffen. Nein, unser Buddy brennt. Aber kein Problem, mein Freund. Wir werden dich heilen. Oh nein. Oh Gott, Moment. Ich bin runtergefallen. Nein. Oh nein, da ist ein Zombie bei unseren Freunden. Moment. No, ich habe sie besiegt. Das wollte ich nicht. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Jetzt sind wir selbst im Käfig. Ich glaube, da muss ich nochmal üben. An dieser Stelle ganz wichtig. Letztes Mal haben wir gegen einen Roboschleim gekämpft.
Laser, Raketen und vieles mehr. Richtig spannend, das müsst ihr gesehen haben. Dann sehen wir uns dort wieder. Das war Delekopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.